Herr Masters, das Fenster zur Kathedrale ist zu dunkel. Ja, Petersen, mehr Licht auf das Fenster. Tessie? Ja? Brauchst du mich zum Einleuchten? Ja, tu mir doch bitte den Gefallen und stell dich dahin, wo Johanna steht, wenn sie den König begrüßt. Ist Mary denn noch nicht im Haus? Nein, etwas weiter vor, bitte. Ist sie immer noch böse nach eurem Krach damals? Sei nicht so neugierig, Tessie. No. Man wird doch noch fragen dürfen. Das ganze Ensemble spricht darüber. Gut so, einschreiben, Petersen. Danke. Alles angezogen bis auf Fräulein Grey. Böse ist nicht der richtige Ausdruck, sie ist nur deprimiert. Sie hat doch gestern noch probiert. Na, der Autor war gestern bei Mary. Gottes Willen, sollen jetzt noch Textänderungen kommen? Was war Textänderungen und jetzt noch auf der ersten Hauptprobe, also ohne mich, ja? Bitte ohne keine mich, nicht? Aufregung. Was ist los? Nichts, übermorgen ist Premiere. Könnten wir bald anfangen, in 2 Stunden habe ich nämlich synchron. Bitte um Ruhe, alles bleibt ja, wie es war. Der Autor war nur gestern bei Mary, um mir das zu sagen. Ach so, na, dann ist ja gut. Aber bitte, wir könnten es zu probieren anfangen. Ja, Mary kommt erst später dran. Ich habe nämlich nachher... Ja, Funk oder Film oder Synchron. Reizen von Ihnen, dass Sie gelegentlich überhaupt noch hier vorbeikommen. Mahlzeit. Wir warten, bis Fräulein Grey im Haus ist. Warum ist sie denn noch nicht im Haus? Weil sie erst später drankommt. Wann hier angefangen wird, bestimme ich. Also ich begreife nicht, warum Mary eigentlich solche Schwierigkeiten macht. Wenn ich die Rolle spielen dürfte, dann würde ich im Theater wohnen. Ihr wollt doch nicht behaupten, dass Mary Starallüren hat. Das hat ja auch niemand behauptet. Mary hat etwas viel Schwierigeres, sie ist ja eine Idealistin. Es sind überhaupt die Idealisten, die immer die größten Schwierigkeiten machen. Ich hoffe, das geht auch nicht, Will. Herr Direktor, Fräulein Grey ist längst im Haus, sie ist nur oben in der Schneiderei. Joe, wir fangen sofort an, setz dich bitte runter. Harry? Ja? Nach der Kathedrale bitte keine Pause, sondern sofort Umbau und Vorhang auf über dem Altarbild. Gut. Findest du das Kostüm gut so? Ja, so möchte ich es haben. Komm, Spaßmacher, zeig mir, wie die Zeremonie vor sich geht. Du musst doch so etwas wissen. Der Erzbischof steht vor euch, Hoheit knien auf einem Polster und warten darauf, gesalbt zu werden und die Krone zu empfangen. Glaubst du, wird es viele Zuschauer geben? Die Kathedrale könnte 3-mal gefüllt werden. In unserer ganzen Geschichte hat es kein solches Ereignis gegeben. Euer Triumphzug durch Frankreich, die Niederlage der Engländer. Der Himmel hat große Dinge an euch getan. Ja, meine Position hat sich tatsächlich gewaltig verändert. Aber ich werde mich noch ganz anders gegen meine Feinde stellen. Wozu die Jungfrau einen wesentlichen Teil beitragen wird, wie sie es bisher auch getan hat. Aber denkt, dass ich sie ständig leiten musste. Leiten? Ihr habt sie zurückgehalten. Sonst wären wir jetzt schon in Paris. Ah, Trémouille. Sie empfängt mehr Anerkennung, als ihr zusteht. Jeder andere Fürst an eurer Stelle hätte sich ihrer längst entledigt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Johanna gehen lassen kann, solange ich noch den Herzog von Burgund zu fürchten habe. Der Herzog von Burgund fürchtet euch heute mehr als ihr ihn. Ja? Wollt ihr nicht lieber probieren, euch 1 oder 2-mal hinzuknien? Ja. So. Woher wisst ihr, dass er mich fürchtet? Vergangene Woche sandte er einen Boten. Schickt euren Hofdichter weg. Narren sind ungefährlich. Chatier soll bleiben! Burgund schickte seinen Boten an euch? Er wollte euch sehen. Er bietet euch 100.000 Goldkronen, wenn ihr einen 14-tägigen Waffenstillstand gewährt. Habt ihr ihn weggeschickt? Nein, er ist noch hier. Wenn ich nicht irre, hat er sogar das Geld bei sich. Ich hielt es für angezeigt, dass er in der Nähe bleibt. Es ist ein angenehmes Gefühl, so viel Geld in der Stadt zu haben. Mhm. Habt ihr daran gedacht? Ja, ich habe daran gedacht, aber... Unzuverlässigkeit in Geldsachen ist wohl nicht ratsam. Man könnte es auch Raub nennen. Raub? Ich würde sagen, eine politische Aktion, aber das Blatt könnte sich einmal wenden. 100.000? Mhm. 100.000. Eine Menge Geld. Wie viel bekommt ihr davon? Nichts. Ah, das ist neu. Das ist neu. Burgund will anscheinend mit euch direkt verhandeln. Es kommt wohl billiger. Abgemacht, ich nehme an, schafft den Boten her. Ja, Hoheit. Und wenn ihr Johanna davon abbringen könntet, Paris anzugreifen, dann würdet ihr Geld genug bekommen, um eure Position als König für immer zu sichern. Paris würde das sehr viel mehr bringen? Oh ja, eine enorme Summe. Ja, das will überlegt sein, das will überlegt sein. Ich gehe jetzt, Hoheit. Majestät. Spaßmacher. Ich werde so knien, dass ich das Gesicht etwas mehr zum Volk wende. Es ist nicht, weil ich auf mein Gesicht eingebildet bin, aber ich möchte das Volk nicht geringschätzig behandeln, verstehst du? Schließlich soll ich ja König sein.
Ja. Ihr solltet ein König sein. Ah, ah, das sind meine lieben Kriegskameraden, die mir das alles ermöglicht haben. Ihr sollt direkt bei mir stehen, während der ganzen Zeremonie, wisst ihr? Ja, Hoheit. Majestät. Edler Dauphin, ich hoffe, dieser Tag wird alle deine Wünsche erfüllen. Das wird er tatsächlich. Das ist der Tag, auf den wir gewartet haben. Wir Soldaten sind zu einem Entschluss gekommen. Sobald die Krone fest auf eurem Haupt sitzt, greifen wir Paris an. Das wird das Ende von Burgund sein und das Ende der Engländer in Frankreich. Ihr werdet diesen Plan aufgeben müssen. Aufgeben? Und warum? Das Blutvergießen war zu groß. Wir brauchen ein wenig Frieden. Burgund braucht ein wenig Frieden, nicht du. Sobald wir Paris haben, haben wir das Herz Frankreichs. Du, Johanna, bist das Herz Frankreichs. Und ich sage dir, dass ich mich für einen 14-tägigen Waffenstillstand mit Burgund entschieden habe. Das ist erledigt. Das ist beschlossen. Einen Waffenstillstand? Wir können später gegen Paris ziehen. Es würde zu spät sein. Wenn ich König in Frankreich bin, wer regiert dann in Frankreich? Wer ist dein Berater für diesen Waffenstillstand? Ich habe keinen. Trémouille, Trémouille, Trémouille. Das hat nichts damit zu tun. Was versteht denn ihr davon? Zu welchen Mitteln Staatsoberhäupter greifen müssen? Was versteht ihr mir von Staatskunst? Ein Herrscher muss rauben, morden, Kompromisse schließen, lügen, betrügen, stehlen und Verträge mit allen möglichen Banditen schließen, um seinen Staat aufrechtzuerhalten. Du weißt, dass das nicht wahr ist. Glaubst du, dass dein Kommen die Regierungsmethoden reformiert hat? Die Menschen sind von Korruption regiert worden, seit es Regierungen gibt. Sie wollen es so. Ich fange an, mich zu fragen, warum Gott dich zum König ausersehen hat. Das habe ich mich auch gefragt. Aber du hast es mir damals überzeugend erklärt. Und jetzt werde ich gekrönt. Vielleicht werde ich überhaupt nicht gegen Paris ziehen. Vielleicht werde ich entscheiden, dass es weiser ist, es nicht zu tun. Wisst ihr, wie das aussieht, Hoheit? Wie Dummheit oder Verrat? Oder beides. Ich habe nie behauptet, dass ich besonders geeignet bin, König zu sein. Aber jetzt bin ich nun einmal da und der Erzbischof wartet darauf, mich zu krönen und draußen wartet halb Frankreich. Jetzt ist es ein bisschen zu spät, noch etwas dagegen zu tun. Die Tore werden gleich geöffnet. Komm, Johanna. Wir anderen zählen nicht. Dich wollen sie sehen. Was ist mit ihm geschehen? Er hat uns verkauft. Johanna, Majestät brauchten Geld. Mein Dauphin, hast du das getan? Was getan? Hast du uns verkauft? Das ist keine Frage, auf die ein Herrscher zu antworten hat. Du hast es getan. Ich werde dem Volk von Reims sagen, was du getan hast. Ich werde es hier in der Kathedrale herausschreien und das Volk wird auf mich hören. Leise, leise. Und dann werdet ihr nicht wagen, ihm die Krone aufs Haupt zu setzen. Du wirst schweigen. Ich kann dafür sorgen. Sie wird sprechen, wenn sie will, Herr. Ich kann dafür sorgen. Die Armee kann dafür sorgen. Nimm dich in Achtler hier. Lass Trémouille holen und widerruf den Waffenstillstand. Ich werde tun, was mir beliebt. Und Johanna kann jederzeit gehen, wenn sie nicht einverstanden ist. Ich kann ihr nur raten zu gehen. Herr, ein Bote ist da, den ihr vielleicht vertraulich empfangen solltet. Ah ja, das wird nur einen Augenblick dauern. Staatsangelegenheiten, Politik. Johanna. Verlass ihn nicht. Verlass uns nicht. Bleib hier. Nachdem er uns alle verraten hat, sein Land und sich selbst. Ja. Siehst du, wenn du ihn entlarvst und redest, dann kannst du ihn vernichten. Aber wenn du das tust, dann wirst du auch alles vernichten, was du erreicht hast. Denn Frankreich wird keinen König haben. Aber wenn du bei ihm bleibst, dann wird er nicht nur an seine eigenen Sachen denken können, denn das Volk Frankreichs wird dir vertrauen. Und er wird manchmal auf dich hören müssen. Ist mein Leben nicht eine Lüge?
wenn ich bleibe. Haben dir deine Stimme nicht gesagt, dass du den Dauphin in der Kathedrale von Reims krönen wirst? Ja. Nun, er ist der Dauphin. Und hier ist die Kathedrale und das Volk wartet auf uns. Du tust nur, was Gott dich zu tun geheißen hat. Und kann Gott Unrecht haben? Nein, er kann nicht Unrecht haben. Er hat diesen König gewählt. Er irrt sich nicht. Und doch? Johanna, jede Regierung besteht aus Händlern und Politikern. Damit muss man rechnen. Und Gott weiß das. Ich soll weiterkämpfen für einen Verräter. Nicht für den König und nicht für uns. Sondern weil es deine Aufgabe ist. Für Frankreich. Wenn ihr euren Einzug haltet, vermeidet den Eindruck, dass ihr es so eilig habt, gekrönt zu werden. Ich weiß, die Augen des Volkes werden auf euch gerichtet sein. Ich weiß. Also wird nun das Mädchen an meiner Seite stehen oder nicht? Johanna. Ich werde dich krönen lassen. Gott kann nicht Unrecht haben. Wir sind's, die sich irren. Wie könnten wir verstehen, o Herr, dass immer deinen Kindern, die dein Licht tragen, bestimmt ist, geopfert zu werden? Warum? Wir bleiben im Dunkel und müssen trotzdem vorwärts gehen. Will? Warte, ich komme ja, zu dir. Jetzt weiß ich es. Das ist die Antwort, du hast recht gehabt. Na siehst du. Du, da bin ich aber froh. Hat dich der Autor doch überzeugt. Wer denn ich? Nein. Johanna. Johanna selbst. Du hast mir doch gesagt, dass einige Sätze in dieser Szene Johannas eigene Worte sind. Jetzt habe ich sie verstanden. Komm, Mary. Was auch immer wie sie geschrieben wird, ihre wirkliche Bedeutung, ihr wahres Wesen, wird immer wieder zum Vorschein kommen. Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich dir die Arbeit zu schwer gemacht hat. Aber das macht doch nichts. Letzten Endes muss doch jeder die Antwort selber finden. Können wir weitermachen? Ist das Kostüm so richtig? Ja, Doktor, ich denke. Mhm. Meins haben Sie ja schon gesehen. Ich will mich nur umschauen, ob sich noch was geändert hat. Herr Direktor! Sie müssen sich umziehen. Sie spielen doch den Inquisitor. Das Kostüm. Meinst du, ich weiß das nicht selber? Sagt man es ihm nicht schlecht, sagt man es ihm nicht, ist auch schlecht. Regisseure, die mitspielen. König des Himmels. Wir haben Frieden. Aber nicht den Frieden, von dem wir träumten, nein. Einen unbeendigten Krieg mit Feinden, die rüsten, während wir von Stadt zu Stadt ziehen, Hof halten, Botschafter empfangen, Soldaten entlassen. Ich bin mitgezogen mit dem König, von Stadt zu Stadt.
Denn er ist der König deiner Wahl. Dein Statthalter in Frankreich. Ich sitze mit an der Tafel. Heute hier, morgen da. Wir essen uns durch das Land. Aber das Mahl schmeckt bitter. Denn es wird von dem Geld bezahlt, für das der König seine Städte oder Provinzen verkauft. Ich möchte lieber wieder auf der bloßen Erde schlafen und eine Handvoll Bohnen essen und aufstehen, um vor die englischen Speere zu treten. Aber meine Stimmen schweigen. Ich frage sie wieder und wieder. Muss ich beim König bleiben? Oder muss ich kämpfen wie zuvor? Lass die Stimmen zu mir sprechen, wenn ich es nicht tun soll. Lass sie jetzt sprechen. Ich warte. Ich warte hier allein. Ich warte. Ich warte. Keine Antwort. Soll ich denn keine Stimmen mehr hören? Heiliger Michael, sprich zu mir! Heilige Katharina! Heilige Margareta! Dann soll wieder Krieg sein. Schon vor langer Zeit haben mir meine Stimmen gesagt, dass ich gefangen genommen werde. Dein Wille geschehe. Emittis peltum tuum et creabuntur. Et renovabis gratiam Deus picota pedilium. Sanctis spiritus illustratione toquiste da nobis in eotem spiritu recta sapere. De eo semper consolatione gaudio. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Meine Herren, bevor wir die Verhandlung beginnen, möchte ich Ihnen erklären, warum wir heute hier und nicht im königlichen Gerichtssaal zusammentreten und warum nicht der gesamte Gerichtshof anwesend ist. Es schien mir und den Vertretern des Heiligen Amtes der Inquisition richtig, mit nur wenigen und ausgewählten Richtern den eigentlichen Sinn unserer Anklage gegen die Jungfrau zu besprechen, die Gegenwart der weltlichen und politischen Machtvertreter bei diesem Prozess auszuschalten. Aber die Engländer wünschen, das Mädchen schuldig erscheinen zu lassen. Ihr wisst das, Eminenz. Ihr habt die Anwesenheit politischer Vertreter ausgeschaltet, aber nicht ihren Einfluss. Draußen steht Graf Warwick mit 600 Mann. Er droht, das Mädchen vor sein eigenes Gericht zu stellen, wenn wir es nicht bald verurteilen. Wir müssen zu Ende kommen. Das Mädchen gehört der Kirche und wir haben sie zu richten. Und ich bin noch nicht von Johannas Schuld überzeugt. Und ich werde keinem Staatsoberhaupt die Vermutung gestatten, ich hätte auf sein Geheiß begnadigt oder verdammt, oder um meine eigene Haut zu retten. Johanna hat nicht nur Burgund und die Engländer in Gefahr gebracht, sie hat die Kirche in Gefahr gebracht. Denn Johanna hat Ketzerei begangen. Gegen die Kirche auf Erden beruft sie sich auf ihre göttlichen Eingebungen. Sie spricht immer nur von Gott und seinen Boten und von sich, nie von ihrer Kirche. Und ihre Ketzerei fängt an, auf die ganze abendländische Welt überzugreifen. Weil ein Mädchen, ein hilfloses, ungebildetes Mädchen, ihre Meinung und ihren Glauben der Kirche entgegenstellt?
Ihr habt eine zu geringe Meinung von der Kirche, Eminenz. Dann werdet ihr zweifellos nicht billigen, was ich für heute vorgesehen habe. Was? Ich habe den Scharfrichter aufgefordert, ein paar Folterwerkzeuge herzubringen. Das Mädchen soll die Instrumente vor Augen haben, wenn wir es verhören. Ich bin einverstanden. Wirklich? Dann sind wir uns also einig. Der Anblick des Scharfrichters wird seine Wirkung nicht verfehlen. Ich hoffe, Johanna gesteht, dass sie mit dem Teufel im Bunde ist. Ihr irrt euch, Eminenz. Ich hoffe, dass sie ihren Irrglauben abschwört und dass sie wieder ruft. Tatsächlich. Ihr denkt, sie würde wirklich abschwören? Ich bete, dass sie es tun wird, Eminenz. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Seele dieses Mädchens zu retten. Der Anblick der Folterwerkzeuge kann sie vielleicht bekehren und vor dem Feuer auf Erden und dem Feuer in der Hölle bewahren. Gut, dann wird der Scharfrichter da sein und wir können mit dem Verhör beginnen. Vater Massieu, wollt ihr die Gefangene hereinführen? Gewiss, Eure Eminenz. Sie wartet draußen. Du kannst dich dorthin setzen, wenn du willst. Danke, Vater. Ich glaube, ich werde stehen bleiben, zunächst jedenfalls. Wie du willst. Schwörst du beim Evangelium, die reine Wahrheit zu sagen? Ich werde wahrheitsgetreu alles beantworten, was dieses Gericht mich fragt, soweit ich von Gott die Erlaubnis dazu habe. Gibt es Fragen, auf die du nicht antworten darfst? Ja. Deine Stimmen haben verboten zu antworten. Ja. Wie sollen wir gerecht über dich urteilen, wenn du nicht die reine Wahrheit sagst? Wie könnt ihr gerecht über mich urteilen? Ihr seid alle Engländer oder Burgunder. Ihr wollt in mir einen Feind loswerden. Du irrst dich, Johanna. Ich interessiere mich nur für deine Seele und deine Einstellung zur Kirche. Wenn ich erklären kann, dass du unschuldig bist, werde ich es tun. Dann denk dir nicht wie der, denn der findet mich jetzt schon schuldig. Darauf antworte ich nicht. Johanna, ich will dir jetzt etwas sagen, was deinen verstockten Sinn vielleicht in letzter Stunde ändern wird. Willst du es hören? Wenn ihr die Wahrheit sagt. Es ist wahr. Dein König, der König, den du auf den Thron gesetzt hast, hat Paris an den Herzog von Burgund verkauft. Er hat die Brücken abgebrochen, die nach Paris führen. Der Bastard hat seinen Widerstand aufgegeben. Er ist von seinem Kommando zurückgetreten und nach Hause gegangen. Das ist dein Karl der Siebente. Ich will nichts gegen meinen König hören. Dein König hat dich verlassen. Er weiß, dass du hier gefangen bist und hat kein Lösegeld angeboten. Ich habe nie etwas von Lösegeldern wissen wollen. Talbot ist noch immer der Gefangene deines Königs. Er hätte Talbot für dich anbieten können. Er hat es nicht getan. Nicht einen Sou hat er angeboten. Es gibt keine Hoffnung für dich, außer vor diesem Gericht. Für mich gibt es hier keine Hoffnung. Glaubst du, im Zustand der Gnade zu sein? Wenn ich es bin, möge Gott sie mir erhalten. Wenn ich es nicht bin, möge Gott sie mir gewähren. Das ist eine sehr gute Antwort, Johanna. Wir können eure Bemerkungen entbehren, Vater Massieu. Warum bestehst du darauf, widernatürliche Männerkleidung zu tragen, die unsere Kirche den Frauen verboten hat? Zuerst trug ich diese Kleider, weil sie für das Leben unter Soldaten praktischer waren. Jetzt trage ich sie,
Weil ihr mich in ein Männergefängnis gesperrt habt, mit Kerkermeistern, die Tag und Nacht in meiner Zelle sind, gebt mir Frauen, mich zu bewachen, und ich werde mich kleiden wie eine Frau. Wir wagen es nicht, dich allein zu lassen. Du bist vom Turm gesprungen. Ja. Haben deine Stimmen dir gesagt, dass du vom Turm springen sollst? Nein. Ich sprang vom Turm, weil ich Angst vor dem Feuer hatte. Aber du hast zu Protokoll gegeben, dass deine Stimmen dir versichert hätten, du würdest gerettet werden. Ja. Dann weißt du jetzt, dass sie dich angelogen haben? Nein! Sie sagen mir nur die Wahrheit. Aber ich weiß nicht, was Sie mit Rettung meinen und auch nicht, wann sie erfolgen wird. Hast du deine Stimmen vernommen, seit wir dich gestern verhört hatten? Ja. Was haben sie dir gesagt? Das gehört nicht hierher. Hast du die Stimmen gehört oder gesehen? Zuerst hörte ich sie und dann habe ich sie gesehen. Haben die Heiligen Haare auf dem Kopf? Glaubt ihr, dass der heilige Michael eine Glatze hat? Haben sie Kleider an? Ist Gott so arm, dass er seine Heiligen nicht kleiden kann? Sprechen sie Französisch oder Englisch? Warum sollten sie Englisch sprechen? Sie stehen nicht auf Seiten der Engländer. Hasst Gott die Engländer? Über Gottes Liebe oder Hass gegen die Engländer weiß ich nicht. Quält sie doch nicht weiter mit diesen erbärmlichen Nebensächlichkeiten. Johanna, ich will dir noch zum letzten Mal erklären, was wir dir vorwerfen. Du hörst Stimmen, hast Gesichter und Eingebungen, die nach deiner Behauptung von Gott kommen. Die Kirche, Gottes Stellvertreterin auf Erden, erkennt die Möglichkeit einer unmittelbaren Verbindung zwischen Gott und seinen Kindern nicht an. Wenn du Visionen hast, müssen wir sie als böse verdammen und dich als Ketzerin. Außer, und das wäre der Ausweg, wenn du selbst deine Stimmen als böse erkennst und verdammst. Aber ich weiß, dass meine Stimmen gut sind. Woher weißt du das? Meine Stimmen und Offenbarungen kommen von Gott. Ich fühle, dass sie gut sind. Siehst du? Du fühlst das nur. Aber du kannst es nicht beweisen. Es ist ausgeschlossen, dass du es beweisen kannst. Was ich auf ihr Geheiß tat, war gut. Kannst du mit Sicherheit sagen, dass es gut war? Denk an deinen König und die Leute in seiner Umgebung. Kannst du es mit Sicherheit sagen? Nein, das kann ich nicht. Endlich, sie hat es gesagt. Aber könnt ihr denn nicht verstehen, dass ich nur Gott und seinen Heiligen dienen will. Meine Stimmen kamen zu mir, als ich ein Kind war, und ich liebte sie und gehorchte ihnen. Aber seht ihr denn nicht, dass ich sie sofort aufgeben würde, wenn ich wüsste, dass sie etwas Schlechtes sind? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und das ist für mich die größte Folter, schrecklicher als die Drohung des Feuers. Nicht zu wissen, ob ich Recht habe oder Unrecht. Oh Gott! Warum zeigst du mir nicht deinen Weg? Die Kirche zeigt dir den Weg, Johanna. Ja, du bist gerettet. Wir werden über das Feuer triumphieren. Aber ich will nicht in eine Falle gehen. Ich will nicht die Wahrheit verraten, um dem Feuer zu entgehen. Niemals. Lieber verriet ich mich selbst. Jetzt ist alles ganz einfach und klar, Johanna. Und du bist zu der großen Frage vorgedrungen, auf die jeder denkende Mensch kommen muss. Warum glaube ich an das, woran ich glaube? Ist es so? Ja, dann wisst ihr es also, ihr. Ich selbst habe vor dieser Frage gestanden, wenn ich auch nicht mehr so jung war wie du. In reifen Jahren hat sie sich mir gestellt und sie hat mich gequält, wie sie dich jetzt quält. Aber Johanna, ich rang mich durch zu einer Antwort.
Möchtest du wissen, wie sie lautet? Ja, von ganzem Herzen. Man darf an nichts glauben, was nicht unwiderlegbar bewiesen werden kann. Alle Träume, alle Illusionen, alle Einbildungen müssen unbarmherzig ausgemerzt werden. Bis auf den Grund muss die Seele von alledem gereinigt werden. Und sie darf nur festhalten, was sich beweisen lässt. Ja, aber was gibt es denn, was sich beweisen lässt? Die Grundsätze und Lehren der Kirche in ungebrochener Folge sind sie vom Wort Gottes bis auf den heutigen Tag überliefert. Nichts anderes steht fest. Nichts anderes kann bewiesen werden. Nicht einmal, dass wir hier sind. Nicht einmal, dass die Sonne auf und unter geht. Nicht einmal, dass ich zu dir spreche. Nicht die vier Wände um uns. Nicht die Stimmen deiner Freunde. All das könnte Schein. Könnte Täuschung. Könnte ein Fiebergesicht sein. Wir könnten morgen aufwachen und entdecken, dass wir dieses Gericht nur geträumt haben. Diesen Ort, diese Zeit. Wie kannst du deinen Visionen vertrauen, wenn die Kirche selbst, der einzige feste Grund auf dieser Welt, dir sagt, dass sie Lügen sind? Lügen, Johanna, Lügen! Aber wenn ich sie aufgebe, dann werde ich leer sein. Mein ganzes Leben wird keinen Sinn mehr haben. Die ganze Welt keinen Sinn mehr haben. Warum glaubst du an das, woran du glaubst? Stell dir immer wieder diese eine Frage. Warum glaubst du an deine Stimmen? Weil ich fühle, dass sie Segen für mich bedeuten. Segen für die Welt, weil mein Herz lebendig ist, wenn sie zu mir sprechen. Sind das Beweise? Und auch ich fühle es. Noch immer? Ja, ich fühle es noch immer. Johanna, Johanna, bitte uns alle wieder Vernunft und Einsicht. Wer ist das? Der Scharfrichter. Warum ist er hier? Das ist der Mann, der dich dem Feuer übergeben wird, wenn du in deiner Ketzerei verharrst. Aber vorher wird er dich foltern, als letztes Mittel, dich vor deiner Verblendung zu retten. Zeig dir die Instrumente. Ja, mein Kind. Ihr habt meine Beichte gehört, ihr kennt mein Herz. Was soll ich tun? Es gibt nur einen Weg, dich zu retten. Du musst dich mit ganzer Seele der Kirche unterwerfen. Du musst dich von deinen Visionen lossagen. Und dann werdet ihr mich freilassen. Die Kirche wird dir verzeihen. Du wirst dem Feuer entgehen. Aber ich werde eine Gefangene bleiben. Du wirst eine Gefangene bleiben. Rette deine Seele, Johanna. Die Kirche ist bereit, dich zu empfangen. Ich will der Kirche gehorchen. Aber ich kann meine Stimme nicht verraten. Sie sind die Boten Gottes! Dann ins Feuer mit dir, du Hexe! Scharfrichter! Nein, nein! Nein, nein, was muss ich tun? Ich habe die Erklärung bereit. Du brauchst nur zu unterschreiben. Ich weiß nicht, was wahr ist. Ich weiß nicht, was gut ist. Bringt mir ein Kleid, dann werde ich es anziehen. Ich will alles tun, was ihr sagt. Ich will nicht mehr an meine Visionen glauben. Ich will alles tun, nur nicht das Feuer. Nur nicht das Feuer, nicht das Feuer, das Feuer. Hier steht geschrieben, dass du dich von deinen Stimmen lossagst, weil sie die Eingebung des Bösen sind. Und dass du nunmehr Frauenkleider tragen
und dich dem Urteil der Kirche unterwerfen wirst. Ich kann nur mein Zeichen machen. Ja? Gott sei gelobt. Es ist geschehen. Du hast unterschrieben. Hüte dich, deine Entscheidung umzustoßen. Denn die Strafe ist schwer. Du bist gerettet, Johanna. Die Kirche nimmt dich als Büßerin auf. Dieser Sieg muss in ganz Rouen, in ganz Frankreich verkündet werden. Wartet. Mit des Bildung tu mit Geapuntur. Et renovabis facium terre. Remus Deus picota fidelium Sancti Spiritus. Illustrazione tu quiste da nobis in eotem Spiritu recta sapere et eos semper consolatione gaudere. Per Christum Dominus nostrum. Amen. Komm. Gott verzeih mir, wenn ich gesündigt habe. König des Himmels, die Nacht ist vorbei, meine Wächter schlafen. Aber die Frage des Bischofs lässt mich nicht ruhen. Was ist, wenn ich Unrecht hätte? Wieso weiß ich, dass meine Stimmen gut waren? Es ist wahr, dass der König, den wir in Reims gekrönt haben, weder weise ist noch gerecht. Es ist wahr, dass ich allein bin, dass meine Freunde mich verlassen haben. Und ich bin doppelt allein. Denn ich habe meine Stimmen verraten. Sie werden nicht mehr zu mir kommen. Nie mehr. Ja, ich habe meine Stimmen verraten und verleugnet. Man wird mich nicht verbrennen. Aber jetzt, da ich leben soll, da ich getan habe, was meine Richter gut nennen, jetzt bin ich unglücklicher als zuvor, da ich sterben sollte. Jeanette. Du hast nicht Unrecht. Bleibe auf deinem Weg. Was du getan hast, wird Frankreich frei machen.
habe gezweifelt. Ich habe euch verleugnet. Wie könntest du es besser verstehen, Jeanette? Man verwirrt dich mit Fragen, Fragen, die kein Sterblicher beantworten kann. Die Kirche selbst ist auf Offenbarungen aufgebaut. Und diese Offenbarungen kamen aus dem Dunkel und gehen wieder ins Dunkel. Sie sagen, dass ich nichts beweisen kann. Sie können nicht mehr beweisen als du. Von allen Grundsätzen der Religion und des Glaubens lässt sich nicht einer beweisen. Jeanette? Ja? Wenn du ihnen antwortest, sprich wieder kühn. Eine Seele muss Glauben haben. Ein Glauben muss eine Stimme finden. Die Stimme, die du fandest, hat deinen Visionen gut gedient. Sei kühn wie zuvor. Aber ich habe abgeschworen. Wenn ich wieder rufe, werden sie mich verbrennen. Jeanette. Ja. In einem Jahr hast du das Antlitz Frankreichs gewandelt. Wenn du deinen Glauben hältst, wenn du fest bleibst bis zum Ende, so ist das nur ein Beginn. Lass sie den Holzstoß unter dir anzünden, wenn sie es wagen. Das Feuer, das sie entfachen, wird 10.000 Tyranneien niederbrennen, bevor es erloschen ist. Es wird von Königreich zu Königreich, von Jahrhundert zu Jahrhundert brennen. Es ist nicht nur Frankreich, das befreit wird. Dann habe ich nicht geirrt, nicht umsonst gekämpft. Vergebt mir. Wenn ich euch verleugnet habe, vergebt mir, dass ich nicht stark genug war. Fürchtest du dich, Tochter des Herrn? Nur vor dem Feuer. Nur vor dem Feuer. Dein Werk ist getan und sie können es nicht ungeschehen machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Du hast alles vollbracht, was dir aufgetragen war. Zürnt ihr mir noch? Wie können wir dir zürnen, Jeanette? In ganz Frankreich hat es in 1000 Jahren kein Kind gegeben wie dich. Johanna? Ja, Vater. Monsieur. Guten Morgen, Tochter. Du hast die Kleider nicht angezogen? Die Wächter sind noch immer in meiner Zelle. Geht hinaus, ihr werdet nicht gebraucht. Johanna, Johanna, sie kommen diesen Morgen, sich zu überzeugen, ob du deinen Eid gehalten hast. Du hast ihn gebrochen. Ein Ketzer, der bereut und dann in seinen Irrtum zurückfällt, für den gibt es keine Vergebung. Du musst dich schnell umkleiden, bevor die anderen kommen. Zu spät. Ja. Wie ich es erwartet habe. Sie hat ihr Wort nicht gehalten. Ihr habt nicht erwartet, dass sie es hält? Nein. Wollt ihr mir sagen, warum? Sie hat nichts von dem gemeint, was sie gesagt hat. Sie hat alles gemeint, was sie gesagt hat. Sie hat ehrlich an uns gehandelt. Aber wir waren nicht ehrlich mit ihr. Die Wächter sind nachts in ihrer Zelle geblieben wie früher. Wir gaben ihr Zeit bis heute Morgen. Meine Geduld mit ihr ist am Ende. Sie soll ihr Urteil haben. Ich appelliere an den Inquisitor. Vater Massieu! Ihr geht zu weit in eurem Eifer. Fürchtet ihr nicht für euer eigenes Seelenheil, wenn ihr dieser Ketzerin Gelegenheit geben wollt, uns zu entfliehen? Bischof von Beauvais, wehe dem Priester und wehe dem Mann, der dieses Mädchen mit List dazu gebracht hat, die Gelübde zu brechen. Ich werde ein solches Urteil gegen sie nicht dulden. Erwartet ihr vielleicht, dass sie es aus freien Stücken bricht? Ihr seid nicht die Kirche, Bischof. Und ich bin genauso Richter wie ihr. Johanna, wir haben dir ein Kleid gegeben. Warum trägst du es nicht? Ich habe die Wächter weggeschickt. Sie wollte es gerade anziehen, bevor ihr kamt. Dann werden wir die Zelle verlassen und du kannst es jetzt tun. Ihr wollt, dass sie uns entgeht. Eminenz, da sie gewillt ist, das Kleid der Demut anzuziehen, müssen wir diese Mädchen im Namen der Liebe Gottes und der Kirche vergeben.
wenn es nach eurem Willen geht, wenn sie für ihren Glauben stirbt, wenn wir sie zur Märtyrerin und zum Symbol machen, dann wird diese Zeit ihre Zeit sein, ihr Jahrhundert, und sie wird in die Geschichte eingehen. Fantasterei. Also gut, lasst sie ihr Kleid anziehen. Ich werde dieses Kleid nicht tragen. Du hast gesagt, du willst es anziehen. Ja, aber jetzt will ich es nicht mehr. Ich habe meine Stimmen wieder gehört. Ich vertraue ihnen und sie sind gut. Sie kommen von Gott. Gott hat mir verziehen, dass ich sie verleugnet habe. Johanna! Es war schwer, das zu sagen. Aber jetzt, da ich es gesagt habe, bin ich wieder froh und glücklich, auch wenn es bedeutet, dass ich sterben muss. Wir haben dir gesagt, dass deine Stimmen böse sind und du hast keine Antwort darauf gewusst. Jetzt weiß ich die Antwort. Ich glaube vom Grunde meines Herzens an sie. Es gibt keine andere Entscheidung. Leugnest du die Autorität der Kirche? Die Kirche hat deine Visionen böse genannt. Du musst die Kirche verwerfen oder deine Visionen. Das ist euer Glaube, Bischof von Beauvais, aber nicht der meine. Jeder muss selbst glauben. Dann hast du den Tod gewählt. Zwing uns doch nicht, dich aufzugeben. Die Seele kann nicht selbst entscheiden, kann nicht ihren eigenen Glauben wählen. Und doch trifft jede Seele selbst die Wahl. Wer hat euch euren Glauben gewählt? Habt ihr nicht selbst gewählt? Trefft ihr nicht jetzt die Wahl, ihn zu behalten, so wie ich die Wahl treffe, den meinen zu behalten? Wir haben nur ein Leben. Und das leben wir nach unserer Überzeugung, nach unserem Glauben. Aber ihn aufzugeben, das ist schrecklicher als das Feuer. Die weltliche Gewalt wird die Art deines Todes entscheiden. Was soll ich schreiben? Schreibe, sie ist eine rückfällige Ketzerin. Eine rückfällige Ketzerin? Die Kirche stößt sie aus. Die Kirche stößt sie aus. Soll ich die Schließer rufen? Ruf den Scharfrichter. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich weiß. Ich danke euch, Vater Monsieur. Ich werde dich wiedersehen. Wenn Sie mich zu dem Platz führen, bitte seid dann bei mir. Ich werde euch brauchen. Ja, ich weiß. Wenn es heute ist. Es wird heute sein. Heute. Müsst ihr mich jetzt verlassen? Ich sehe dich nachher. Auf dem Platz. Ja, Johanna. Jetzt muss ich gehen. Ich weiß. Klar, ich alles sehe. Das Fenster, die Zelle, das schwarze Kleid. Ich möchte wissen, wo mein Vater und meine Mutter jetzt sind. Steuern sind der Stadt Domremy erlassen. Es kann nicht lange dauern, bis man stirbt. Es wird wehtun und dann wird es enden.
Aber bis zum Ende werden meine Stimmen zu mir sprechen. Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun.